Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Wir stehen am Ende von der königlichen Hauptstadt Leyndell und zwar direkt am Ort der Gnade Schlafgemach der Königin, um uns mit dem Hauptboss dieses Gebiets anzulegen. Der wartet da oben, sehr majestätisch präsentiert vor dem Earth Tree und einer riesigen darin eingelassenen Tür und dem Nebeltor davor natürlich. Ein paar theoretische Worte vorneweg. Dieser Boss ist verpflichtend. Kein optionaler Boss, sondern es muss sein, dass ihr an ihm vorbeigeht und ihn bezwingt, um im Spiel vorwärts zu kommen. Er ist relativ resistent gegen Heiligenschaden und auch gegen Schlaf. Das braucht ihr gar nicht erst probieren. In seiner zweiten Phase allerdings wird er anfällig gegenüber Blitz, falls ihr das in eure Taktik mit einbeziehen wollt. Alles klar. Dann begeben wir uns mal auf den Weg. In Richtung Nebeltor, in Richtung Aktivierung des Bosskampfes und eine sehr coole Zwischensequenz. What is thy business with these thrones? Godric the Golden. The twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgott, last of all kings. Morgott hat ein ähnliches Moveset wie sein quasi alter Ego Margit und er ist auch sehr ähnlich bewaffnet. Allerdings huscht er weit aggressiver über den Platz und weiß Distanzen sehr schnell zu überbrücken. Alles was golden leuchtet, ob nun seine Wurfdolche oder der Hammer, macht heilig Schaden. Ihr solltet also einen entsprechend gut gerüsteten Schild benutzen, wenn ihr auf Blocken setzt. Lasst ihn machen, lasst ihn herumhuschen, Dolche werfen und wartet einen guten Moment ab, selbst in die Offensive zu gehen. Insbesondere in diese Mehrfach-Sprung-Kombo solltet ihr auf keinen Fall geraten. Morgott ist einer der Bosse, den man sich lieber auf Abstand hält. Dieser Speerangriff ist ein super Moment, an ihn ranzukommen. Aber nur, wenn man, anders als ich, nicht zu weit weg ist, um das Zeitfenster zu nutzen. Wenn ihr heilen müsst, nehmt ausreichend Abstand und sucht erneut nach einem passenden Moment. Wie gesagt, Blocken dieser Heiligangriffe verursachen trotzdem Schaden. Wenn ihr hingegen auf Ausweichen setzt, macht das immer entgegen seiner Schläge. Der Kampf ist wie eine Mischung aus Tanz und Schachspiel. Wie sieht der nächste Zug aus? Wie reagiere ich selbst darauf? Abermals ist sein Speer ein guter Augenblick. So wie er ausholt, lauft los, rollt im letzten Moment auf ihn zu und setzt einen, maximal zwei Hiebe, dann sofort wieder weg. Es gilt Ausdauer zu regenerieren und im Zweifel zu heilen. Fernkämpfer können hier natürlich immer wieder aus der Distanz vereinzelte Nadelstiche setzen. Aber für Nahkämpfer gilt weiterhin, lasst Morgott zu euch kommen und nutzt die seltenen Zeitfenster, die er euch bietet. Es ist ein Geduldsspiel. Es ist schon ein bisschen cheesy, immer auf den Speer zu warten, aber hey. Doch Vorsicht vor der echt gemeinen Verzögerung. Hier auch mal ein paar Beispiele, wie Morgott es bestraft, wenn man ihn in den Schwertkampf zwingen will. Hier bietet sich kaum eine Möglichkeit, risikoarm Schaden auszuteilen. Im Gegenteil, solche Manöver enden sehr schnell, sehr tödlich. Neben dem Speer ist vor allem auch sein aufgeladener Hammersprung, den auch Margit beherrschte, ein super Moment, Morgott eine reinzudrücken. Und solltet ihr komplett auf Risiko gehen wollen und genug Ausdauer haben, könnt ihr seine fatale Mehrfachkombo komplett blocken, um ihn im Anschluss ordentlich zu bestrafen. Reckt er seine Hand gen Himmel, beschwört er einen kreuzförmigen Flächenangriff, haut dann so schnell es geht nach hinten ab und stellt euch nicht wie ich in einen der vier Dolchlinien.
Dass Morgoth so das Areal künstlich verkleinert, nutzt er für rabiate Kombos. Nehmt euch davor in Acht und wartet, bis der Dauerbeschuss aufhört. Dann beginnt das Spiel von vorn. Abwarten, sondieren, Morgoth machen lassen. Schaut einfach mal zu und beobachtet, welche Zeitfenster ich meide und welche ich nutze, um seinen Lebensbalken nach und nach auf die zweite Phase runterzuprügeln, die bei rund 50% aktiviert wird. Geht er in die Knie, ist es soweit. Nutzt den Moment, ihm noch eine drüber zu geben und nehmt dann schnell Reißaus, denn es folgt ein großer Flächenangriff. Morgoth ist nun noch aggressiver, zudem teilt sein Schwert nun nicht mehr nur physischen Schaden aus. Die Momente, risikoarm Treffer zu landen, werden noch seltener, bleiben aber dennoch die beiden, wenn er entweder Speer oder Hammer einsetzt. Achtet auch darauf, dass überall da, wo Morgoth mit seinem Schwert auf den Boden haut, kurzzeitig ein schädlicher Geysir entsteht, den ihr tunlichst meiden solltet. Weicht seinen Schwertangriffen durch Rollen aus und passt höllisch darauf auf, dass er diese nun stärker verzögert als in der ersten Phase. Morgoth ist hier exakt darauf gepolt, euch dabei zu erwischen, wenn ihr einen Ticken zu früh reagiert. Auch der sehr seltene rote Angriff, wie ich ihn nenne, schickt einen verzögerten zweiten Hieb hinten dran und bedarf höchster Konzentration. Davon abgesehen bleibt eure Taktik auch in Phase 2 die gleiche. Schaut daher auch hierzu, wie ich versuche, dieser Furie Paroli zu bieten und in den richtigen Momenten Schaden auszuteilen. Das hier ist übrigens der andere rote Sturmangriff, den ihr wunderbar im letzten Moment ausweichrollen könnt, um Morgoth im Anschluss zu bestrafen. Da fällt der Halbgott. Wir bekommen seine große Rune natürlich und natürlich auch sein Echo. Beides sehr tolle Belohnungen. Und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Das Nebeltor ist immer noch da. Wir laufen an dem großen Thron vorbei, nach da oben, zu dem großen Tor, das in den Erdenbaum führt. Spiel geschafft, jawohl. Roll Credits. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nein, und undurchdringliche Dornen weisen alles und jeden ab. Niemand vermag es, den Erdenbaum zu betreten. Ja, und jetzt? Merkwürdigerweise hat das Wetter plötzlich umgeschlagen und tatsächlich ist jetzt auch ein Ort der Gnade erschienen. Das Nebeltor ist allerdings immer noch da. Gut, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns sich hier mal hinzusetzen. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin. Far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants, then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Wir bekommen das Medaillon von Rold, ein weiteres Medaillon, das einen anderen Aufzug aktiviert. Und glücklicherweise sagt uns das Spiel, wo wir jetzt hin müssen. Wir nutzen allerdings die 120.000 Runen, die wir von Morgoth bekommen haben, für einen Stufenaufstieg natürlich. Und wie ihr mich kennt, gehe ich natürlich weiter auf Schaden. So, danke dir für den Hinweis. Wir müssen hier an das östliche Ausgangstor. Zur Rold-Route. Der kürzeste Weg ist tatsächlich über die Hauptstraße und deswegen werden wir hier über den Straßenbalkon, den Ort der Gnade dort, uns auf den Weg machen. Das ist ein bisschen weiter Weg, aber ich werde ihn jetzt euch komplett ungeschnitten zeigen, damit ihr wisst, wo ihr hingehen müsst. Hier die Treppe rauf. Ich gehe mal
Ich wechsle mal zum Tag. Dann ist es ein bisschen hübscher. Zeit vertreiben, Mittag. Hocken wir uns noch ein paar Stunden hier an den Ort der Gnade, wärmen uns, sammeln unsere Nerven. Und so ist es jetzt ein bisschen angenehmer. Also, auf die Hauptstraße links abbiegen. Falls ihr euch erinnert, hier gab es einen Erdtree-Avatar, den wir bezwungen haben. Und wir sind in der Episode rund um Laendell hier, sind wir schon mal den gesamten Weg entlang gelaufen, haben uns durchgekämpft. Leider gibt es dort in der Gegend keinen Ort der Gnade. Sehr, sehr schade, sehr merkwürdig. Aber man kommt weitgehend gefahrlos dorthin, wenn man an den richtigen Stellen gutes Ausdauermanagement und Sprintmanagement betreibt. Weil, falls ihr euch erinnert, hier in diesem aschebesudelten Bereich gibt es jede Menge Gegner. Und den einzigen, den wir uns schnappen sollten, ist der hier. Weil der einfach komplett im Weg steht. Und an allen anderen können wir getrost vorbeirennen. Jetzt, so wie ihr die Aggro auf euch gezogen habt, nimmt natürlich auch die Ausdauer ab. Also habt immer einen kleinen Blick auf den grünen Balken. Denn jetzt nimmt die Ausdauer ab, aber wir müssen ganz, ganz schnell nach da hinten. Durch dieses Tor an den Schalter und den möglichst schnell umlegen. Die kommen nämlich angerannt und manchmal springen sie tatsächlich auf den Aufzug drauf. Immer mal wieder trauen sie sich. Die beiden hatten jetzt keine Lust. Schöner sonniger Mittag, das finde ich toll. Ja, und hier oben, dieses Tor war eben durch ein Nebeltor versperrt, durch Morgoths Siegel gesperrt und erst durch das Bezwingen des Bosses in Laendell kann man hier durch. Vorsicht, hier gibt es so ein paar kleine Hansele, die gut getarnt sind tatsächlich. Auch wieder ein super Kandidat, um Schildblock zu trainieren. Mitsamt Konter. Die sind sehr anfällig dagegen und sie werden es immer bleiben. Herrlich befriedigend, Laendell-Soldaten so platt zu machen. Bevor ihr euch dem Reiter nähert, solltet ihr den Burschen hier auch erledigen. Nicht, dass der euch im Kampf gegen den Reiter irgendwie dann auch noch querschießt. Und ihn am besten so stark behaken, dass er gar keine Chance hat, seine Nahkampfwaffe zu ziehen. Ja, der Bursche ist eine ganz andere Hausnummer, denn er hat einen elementaren Vorteil. Er ist beritten und wir dürfen leider unser Pferd Torrent nicht auch zu Hilfe rufen und müssen jetzt hier zu Fuß gegen ihn kämpfen. Und ich empfehle euch, das auf seiner, von unserer Seite aus rechten Seite zu tun, denn sein Speer ist sehr fatal. Er weiß damit gut umzugehen, hat eine Dreier-Kombo, die sehr, 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 sehr viel Schaden ausrichtet und deswegen solltet ihr auf seiner schwachen Seite immer zuschlagen. Wieder Abstand, Ausdauer, lasst ihn anreiten. Und ihr seht, das war jetzt ein Treffer und er kann bis zu drei landen. Jetzt haben wir ihn vom Pferd geschmissen. Kein unübler Zeitgenosse. Ganz ehrlich. Es ist so schade, dass man hier kein Pferd rufen kann. Weil der Weg ist so weit. Das ist so endlos am... Oh, stimmt. Habe ich vergessen. Achtung, ein ganz besonderer Geheimnis-Skarabäus, der groß wird. So wie er bezwungen worden ist. Aber trotzdem nicht gefährlich. Es ist eine lustige Situation, mal die Viecher mal ein bisschen in größer zu sehen. Aber letztlich ist die Situation oder die Ausgangslage genau die gleiche. Draufhauen und die Belohnung mitnehmen. In dem Fall einen Dunkelschmiedestein 6. Ja, dass es hier regnet, ist leider immer der Fall. Es geht auch langsam in den hohen Norden, wo es immer kühler wird. Die Luft wird dünner. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz die Funzel an. Betretet bitte nicht den Aufzug, denn wir müssen ja noch immer Morgoths Rune aktivieren und dafür müssen wir den Heiligen Turm finden. Ironischerweise gibt es in der Umgebung von Laendell mehrere heilige Türme, nur
Der, den wir brauchen, der ist noch gar nicht auf der Karte aufgedeckt. Der befindet sich nämlich ungefähr hier und ist erreichbar über diesen Ausgang hier. Allerdings wird er bewacht. Ja, von diesem Leyndell-Soldaten, aber auch von einem zwischengeschobenen Miniboss, den man noch gar nicht sehen kann. Heilt euch also und bewegt euch langsam auf den Leyndell-Soldaten zu. Eventuell haben wir die Chance, ihn jetzt schon zu bekämpfen, aber nein, es wird schwarz um unsere Augen. Wir sind inmitten eines dunklen Chaos, was komplett an die Four Kings aus Dark Souls 1 erinnert. Und so wie ihr das Item da vorne einsammelt, wird der Bosskampf getriggert. Goldene Rune. Ja, zwei grausame Zwillinge. Schnappt euch so weit es und so schnell es geht, indem ihr zurückweicht, den roten. Der andere bleibt ein bisschen passiv im Hintergrund, zieht sie auseinander und bekämpft sie dann einzeln. Die Burschen erinnern stark an die betrunkenen Jusos aus Sekiro von den Animationen. Stark verzögerte Angriffe, schwere Waffen unterbrechen sie aber ganz leicht. Gutes Ausdauermanagement. So. Das war Zwilling Nummer 1. Wir haben noch genug Flaschen, also heilen wir uns. Wo ist er denn? Da. Der hat, ja, dunkle Feuermagie. Davor müsst ihr euch dringend in Acht nehmen. Damit spuckt er, damit hat er hier zum Beispiel. Er benutzt es auch als Aerial of Effect. Und deswegen immer schön Abstand wahren, wenn ihr Ausdauer gewinnen wollt oder euch heilen müsst. Ansonsten versucht ihn zu umkreisen und nah an ihn ranzukommen und seine Angriffe zu unterbrechen eben. Achtung, er explodiert. Jawohl. Und da kommen dann auch immer zielsuchende Kugeln raus. Alle wegrollen. Sein Schwert ist jetzt auch gebufft. Also hier müsst ihr sehr, sehr, sehr mobil sein und das ist jetzt auch der gute Hinweis darauf, ihr seht, warum ihr die beiden auseinanderziehen müsst, um sie nicht gleichzeitig zu bekämpfen. Wenn der euch auch noch das Leben schwer macht mit seinen Fernkampfangriffen, während ihr seinen Axtkollegen bekämpft, das ist nicht so gut. So, oh. Genug gespielt. Fast aus jedem Schlag kommen diese zielsuchenden Bubbles raus. Also nie stehen bleiben. Ich heile mal zur Sicherheit. Gerade weil es so tief schwarz ist, um uns herum, ist es natürlich sehr schwer einzuschätzen, wie die Abstände sind. Das macht den Kampf ein bisschen gefährlich. So, jetzt habe ich aber genug. Genug von dir. So. Du hast jetzt genug oder lang genug zeigen dürfen, was du kannst. Ja. Fall um. Bam. Die Asche von Maltöter Rollo. Und 30.000 Runen. Nette Belohnung. Und wir werden zurückgesetzt auf die Brücke, an den anderen Rand der Brücke, was ich total gut finde. Da hinten ist irgendwo der Leyndell-Soldat wahrscheinlich noch unterwegs. Und hier bekommen wir glücklicherweise einen Ort der Gnade. Mal einen kurzen Blick auf unsere... ich brauche 87.000, das heißt, ich brauche noch ungefähr 13.000 Runen für ein Level-Up. Das haben wir doch locker dabei. Die gibt mir 15.000, passt wunderbar. Ein weiterer Stufenaufstieg. Geschicklichkeit. Drei weitere Schadenspunkte. Wir nähern uns dem Wert, den ich gerne haben möchte, nämlich 60. Die
schwer diese Türen sein müssen, dass ihr die überhaupt aufbekommt. Gut geölte Scharniere, wie mir scheint. Und nach oben geht es. Das ist eine recht interessante Rune, die wir von Morgoth bekommen, mit einem interessanten Buff. Aber dazu müssen wir erstmal warten, bis diese sehr, sehr lange Aufzugfahrt ihr Ende findet. Oben ist recht neblig. Aber der Weg ist immer der gleiche. Rechts abbiegen, die letzte Wendeltreppe nach oben. Hier gibt es auch nochmal einen Ort der Gnade. Sehr gnädig. Gleich hier rechts. Den könnt ihr auch aktivieren. Und dann nach da vorne, wie immer. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile. Morgoths große Rune ist damit aktiviert. Wir können mal kurz schauen, was sie vermag. Hier. Erhöht maximale LP deutlich. Eine große Rune des Fragmentträgers Morgoth. Diese große Rune ist der Ankerring des Fundaments und beweist zwei Dinge. Erstens, der König des Mals ist ein Spross des goldenen Stammbaums. Zweitens, er war tatsächlich der Herrscher von Laendell. Nochmal eine kurze Erklärung. Ich habe es schon mal ein paar Mal erwähnt, aber es ist tatsächlich etwas, was das Spiel nicht gut genug erklärt. Und manche Leute spielen Elden Ring durch, ohne das jemals verstanden zu haben. Ist jetzt absolut nicht böse gemeint, deswegen erkläre ich es jetzt auch. Die Runen, die wir von den großen Lordbossen bekommen, die könnt ihr an jedem Ort der Gnade anziehen. Und zwar über den entsprechenden Menüpunkt. Große Runen. Da können wir jetzt zum Beispiel wechseln. Und sagen, hey, wenn wir mehr LP haben wollen, nehmen wir doch Morgoths große Rune. Ziehen sie an, zack, fertig. Allerdings seht ihr dann links oben die Rune zwar in eurem Slot, ganz links oben, in diesem großen Quadrat, aber sie ist noch nicht, sie funktioniert noch nicht, sie ist noch nicht aktiviert. Der Buff, also in dem Fall mehr Leben, der funktioniert erst dann, wenn ihr einen Runenbogen aktiviert oder konsumiert. Das ist so ähnlich wie die Menschlichkeit in Dark Souls. Und zack, jetzt seht ihr links oben das Quadrat, das leuchtet förmlich und mein Lebensbalken ist tatsächlich angestiegen und angewachsen. Dieser Buff verschwindet allerdings, solltet ihr sterben. Dann müsst ihr einen weiteren Runenbogen konsumieren, um diesen Buff wieder zu aktivieren. Das ist das, wie das System der Runen, der großen Runen funktioniert und wie wertvoll eben die Runenbögen sind. Ich habe jetzt zwar einen geopfert, weil ich will wieder meine alte Rune zurück, aber ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Ja, und damit sind wir hier in Laendell fertig. In den nächsten beiden Folgen geht es dann in den Untergrund von Laendell, denn ich habe es euch ja schon mal kurz angedeutet, es gibt eine komplette Unterwelt, einen riesengroßen Kanalisationsbereich mit einem geheimen Boss und es gibt auch ein geheimes Ende, das sogar trophäenrelevant ist, das man da unten unter der Hauptstadt aktivieren kann. All das machen wir dann in den nächsten beiden Episoden. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von euch freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal im Elden Ring Einsteiger Guide. Bye bye und macht's gut.